Tagesordnungspunkt Nr. 11, Beförderung von Kultur- und Nachbarschaftszentren. Hier liegt mir ein Ersetzungsantrag der CDU vor. Der dürfte zunächst eingebracht werden. Und danach treten wir ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Kultur- und Nachbarschaftszentren befördern vierter Umsetzungsschritt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Debatte, die wir jetzt möglicherweise noch im Anschluss führen, vielleicht verkürzt führen können oder gar nicht, weil ich im Kulturausschuss eine Vertagung beantragt hatte zu dieser Vorlage. Aber leider Gottes war die linke Ratsseite nicht bereit, dieser Vertagung zuzustimmen. Worum geht's? Wir haben eine Vorlage, die vier Einrichtungen als Kultur- und Nachbarschaftszentren entsprechend mit Zuwendungen wieder beglücken. Ich sage es mal einfach spontan, also so beglücken soll. Und ich hatte in der ersten Lesung im Kulturausschuss beantragt, dass wir bis zur zweiten Lesung mal einen Überblick darüber bekommen, was in diesen Kultur- und Nachbarschaftszentren, die bisher auf den Weg gebracht wurden, in der Vergangenheit so gelaufen ist. Weil die rechnen ja entsprechend gegenüber der Verwaltung ab. Und diese Berichte wollte ich gern, dass der Ausschuss die zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich hatte extra gesagt, ich möchte die nicht erst am Tag der Sitzung zugestellt bekommen. Die Verwaltung hat das wörtlich genommen, hat es einen Tag vorher geliefert. Das war so umfangreich, dass es nicht per Mail zur Verfügung gestellt werden konnte, sondern es wurde extra in die Cloud hochgeladen. Und das kann man von dem ehrenamtlichen Stadtrat dann doch nicht verlangen, dass er das innerhalb von einem Tag komplett durcharbeitet. Ich habe also die Vertagung beantragt, die wurde abgelehnt und dann blieb mir nichts anderes übrig, als diese Entscheidung hier in den Stadtrat zu heben, um die Unterlagen doch nochmal durchzulesen. Und in der Folge bin ich dazu, also zu dem Schluss gekommen, dass es bei diesen Projekten bei mir doch eine ganze Menge Fragen gibt und ich glaube, dass wir Änderungen bei diesem Beschluss vornehmen sollten. Deswegen, ich habe mir die Projekte im Einzelnen angesehen. Wir als CDU schlagen jetzt vor im Ersetzungsvorschlag, dass wir das Projekt Neues Volkshaus Cotta durch das Konglomerat e.V. betrieben, dass wir dieses Projekt tatsächlich weiterführen möchten und auch entsprechend auch die Beförderung oder diese Zuwendung beschließen wollen, weil dort in der Tat eine Wirkung in die Nachbarschaft hinein erzielt wird. Das ist aus den Berichten erkennbar. Da passiert tatsächlich eine ganze Menge im Gegensatz zu den drei anderen Projekten, die in der Vorlage stehen. Das heißt also, unser Ersetzungsantrag sagt, wir möchten das Projekt Volkshaus Cotta fortführen. Und in einem zweiten Punkt, und das ist jetzt möglicherweise etwas ungewöhnlich, aber wir haben eine Diskussion heute erst wieder in der DNN, einen großen Artikel. Vorhin in der Fragestunde gab es auch schon die Fragen zum Thema Musikschule. Wie geht es weiter mit dem Thema Herrenberg-Urteil? Das Thema betrifft aber nicht nur das städtische Heinrich-Schütz-Konservatorium, sondern auch die zwei anderen Qualitätsmusikschulen, die wir in Dresden haben, nämlich die Musikschule Goldenes Lamm in Pieschen und den Freien Musikverein Paukenschlag in Klotzsche. Die beiden decken Gebiete in dieser Stadt ab, die vom HSKD nicht bespielt werden, wo das HSKD kein Angebot unterbreitet. Und sie haben ca. 25% aller Musikschülerinnen und Musikschüler in Dresden unter Vertrag. Die haben genau die gleiche Situation. Die müssen jetzt auch entsprechend ihre Honorarkräfte in Festanstellungen umstellen, haben aber keinen Zuschuss der Stadt bisher, im Gegensatz zum HSKD, was als Eigenbetrieb natürlich städtisch finanziert ist, sondern bekommen nur den Anteil, den sie vom Freistaat bekommen, den bekommen aber alle Musikschulen. Wir möchten den beiden freien Musikschulen unter die Arme greifen und beauftragen deshalb den Oberbürgermeister zu prüfen, wie die verbleibenden Mittel in Höhe von 174.000 Euro, die in der Vorlage stehen, als eine einmalige und außerordentliche Zuwendung an die beiden Musikschulen, die ich schon genannt habe, zur weitestgehenden Aufrechterhaltung des Angebotes übertragen werden können. Uns als CDU ist wichtig, dass wir diese Angebote insbesondere für die Kinder auch aufrechterhalten können, weil wir wissen genau, wenn die Angebote einmal weg sind, wenn die reduziert werden müssen, die werden so schnell nie wiederkommen. Und ich glaube, das, was dort wegbricht, ist deutlich mehr, oder was wegbrechen würde, ist deutlich mehr als das, was möglicherweise jetzt wegbricht, wenn wir eines dieser Kultur- und Nachbarschaftszentren jetzt im Moment nicht fördern. Ich glaube, da kann man im ehrenamtlichen Engagement auch Dinge einfach auffangen. Dann gibt es eben keinen Zuschuss davon von der Stadt.
Und dann gibt es die Förderung im Zweifel im nächsten Jahr wieder, wenn das Geld entsprechend da sein sollte. Das ist dann die Aufgabe der Kulturbürgermeisterin, das in ihrem Haushaltsanmeldung jetzt entsprechend unterzubringen. Ja, das wäre erstmal der Ersetzungsantrag von mir und möglicherweise komme ich dann in der Fraktionsrunde nochmal, wenn es notwendig ist. Vielen Dank. So, bevor Frau Fieles hier, ist hier noch ein Antrag jetzt reingeflattert gewesen, das von den Freien Wähler, Freier Bürger, soll der jetzt hier mit eingebracht werden, dann bitte schön Frau Dagen und dann steigen wir ein. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, ich würde gerne zum gerade vorgestellten CDU-Ersetzungsantrag wiederum einen Änderungsantrag von unserer Seite einbringen. Den Ersetzungsantrag der CDU finde ich persönlich und auch wir als Fraktion sehr wagemutig und auch gut, dennoch für uns nur bedingt zustimmungsfähig. Den ersten Punkt hinsichtlich des neuen Volkshauses Cotta gehen wir sehr gern mit. Allerdings würden wir noch einen Zusatz bei unserem Punkt 2 mit einbringen wollen, und zwar dies durchaus nach dem Votum bzw. dem Vorschlag von Seiten des Stadtbezirksbeirates Blasewitz, wo nämlich die Villa Akazienhof komplett durchgefallen ist. Und es wurde stattdessen das Kultur- und Nachbarschaftszentrum Pentagon empfohlen. Diesem eindeutigen Votum des Stadtbezirksbeirates vor Ort sollte der Stadtrat, so wie wir finden, auf jeden Fall folgen. Wir haben einen Punkt 3, wo wir dann im Prinzip dem Antrag der CDU dahingehend folgen, dass auch wir uns vorstellen können, dass dann diese Zuwendung an die beiden Qualitätsmusikschulen abgegeben werden. Also auch wir würden den Oberbürgermeister beauftragen, dies zu prüfen, inwieweit das möglich ist, natürlich dann abzüglich der 80.000 Euro, die von unserer Seite gerne für das Pentagon zur Verfügung gestellt werden sollten. Zur Übertragung der verbleibenden Mittel schließen wir uns dann auch der Begründung der CDU an. Vielen Dank. So, nun steigen wir wirklich in die Fraktionsrunde ein. Frau Filiusine, Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, die uns irgendwie entweder doch noch von da oben oder im Stream zuschauen. 80.000 für Blasewitz, will ich nur sagen, ist jetzt im Moment gerade, wenn es hier um bereits existierende Kulturnachbarschaftszentren geht, die weiterentwickelt werden sollen. Und eines, was jetzt erstmal in der Pipeline ist und wo das Thema barrierefrei immer noch nicht geklärt ist, steht noch auf einem ganz besonderen Blatt. Aber ich würde mich jetzt mal vor allem dem Änderungsantrag der CDU zuwenden, der in vielen Dingen ja dann identisch ist. Überschrift: Auf Antrag der CDU geschlossen. Kann man in Grunau, Friedrichstadt und Pieschen-Mickten und gegebenenfalls, je nachdem, wie das mit dem Abstimmungsverhalten heute dann sein wird, auch in Cotta an die Tür der Kultur- und Nachbarschaftszentren schreiben? Wenn der Antrag der Christdemokraten durchkommt, beziehungsweise falls die CDU die Vorlage bei Ablehnung ihres Antrages zu Fall bringt. Ich denke, das wird Ihnen im Wahlkampf, der ja vor allem in den einzelnen Stadtvierteln gemacht wird, ordentlich auf die Füße fallen. Die Kultur- und Nachbarschaftszentren werden aus der Bürgerschaft heraus getragen. Da gucke ich jetzt schon mal zu einer Unterstützerfraktion der FDP, die behauptet nämlich immer etwas anderes. Das ist aber so. Konglomerat lässt bereits seit 2 Jahren vermittels verschiedener Begegnungsformate die Nachbarschaft an der Weiterentwicklung des Konzeptes für das neue Volkshaus, viele erinnern sich sicher ja noch an das alte, teilhaben und spricht breite Bevölkerungsschichten an, knüpft damit eben an den Geist des alten und beliebten Volkshauses Cotta an. Ich spare mir jetzt, was dort alles passiert. Das können Sie wunderbar auf der Webseite lesen. Das ist sehr gut aufgeführt. Akazienhof Gruna. Von unten aus der Bürgerschaft gewachsen, partizipativ. Gerade der Akazienhof lebt von der aktiven Mitgestaltung der Menschen im Stadtteil. Fokus, sorgende Nachbarschaft. Da kann ich Ihnen nur sagen, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger, dass es sowas gibt.
Es ist ein Bürgertreff, es gibt Kinderfeste, es gibt Volksliedernachmittag, Mandolinengruppe. Zum Thema EFRE-Mittel möchte ich jetzt schon die Bürgermeisterin Frau Klepsch bitten, dass sie dazu was sagt. Denn nach meiner Kenntnis ist die Maßnahme laut Bescheid vom SAB zwingend umzusetzen und andernfalls muss das Fördergebiet aufgehoben und die Mittel zurückerstattet werden. Und dieselben Leute, sage ich jetzt, die schreien, naja, der Akazienhof Gruner hat ja noch nicht mal ein nutzbares Haus, sind dann am Ende mit dran schuld, wenn es kein Kulturnachbarzentrum in einem dann sanierten Akazienhof geben kann. Das Mehrgenerationen-Riesa-Haus Riesa e.V. und das RUDI. Die ämterübergreifende Kommission, also diese Steuerungsgruppe, die wir alle mal eingesetzt haben, zu der auch die Stadtbezirksamtsleiter gehören, die haben sich etwas gedacht, wenn sie uns auch das Mehrgenerationenhaus e.V., Riesa e.V., mit vorschlagen, weiter zu entwickeln. Hier geht es in erster Linie drin, Begegnungen zu schaffen, Nachbarschaft zu stärken, Einsamkeit entgegenzuwirken. Ein Thema, das auf die Politik immer verstärkt dazukommt und dem wir uns stellen sollten. Und das Theaterhaus RUDI ist in einem infrastrukturell unterversorgten Gebiet und könnte mit seiner Theaterkneipe sich zu so einem ermöglichenden Ort entwickeln, wie wir es uns für die Stadtteile wünschen. Also wo einfach die Initiativen, die Nachbarschaft vor Ort hingehen kann und was machen kann. Gerade in unseren heutigen Tagen mit ihren spaltenden Tendenzen spielen solche Kultur- und Nachbarschaftszentren eine ganz wesentliche Rolle. Und jetzt muss ich sagen, und Sie für einen populistischen Antrag, in dem nicht mal klar ist, ob das Geld da ankommt, wo es sich die Antragsteller hinwünschen, weil für die Umwidmung die formalen Voraussetzungen fehlen, dann die KNZs, also die Kultur- und Nachbarschaftszentren, über die Klinge springen zu lassen, halte ich für grob fahrlässig. Liebe CDU, wenn Sie hier so einen Antrag durchbringen wollen, dann gehen Sie in den nächsten Wochen doch bitte zu den mit viel Engagement vor Ort getragenen Projekten und bringen Sie gleich das Schild für die Tür mit, geschlossen durch Antrag der CDU. Vielen Dank. CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Da reagiere ich dann doch noch mal ganz kurz. Zum einen auf den Antrag von Frau Dagen kurz eingehend. Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz hat zwar offensichtlich den Wunsch geäußert, das Geld in das Pentagon zu überführen, aber das angeblich eindeutige Votum des Stadtbezirksbeirates, das Votum ist eindeutig, das finale Abstimmungsergebnis im Stadtbezirksbeirat ist nämlich 0-4-15. Der Stadtbezirksbeirat hat also etwas reingestimmt in die Beschlussempfehlung und hat dann komplett abgelehnt. Das heißt, es gibt keine einzige Stimme aus dem Stadtbezirksbeirat und das ist dann für mich hier im Stadtrat ehrlich gesagt auch keine Grundlage, um darüber eine Entscheidung zu treffen. Sage ich so, wie es ist, dann hätte der Stadtbezirksbeirat, auch wenn Herr Barth im Ausschuss war und wir die Erklärung von ihm ja irgendwie gehört haben dazu, aber dann hätte man das in dem Votum anders machen müssen. Da ist der Stadtbezirksbeirat dann irgendwie auch ein Stück weit selber schuld. Das sage ich dann auch ganz klar, auch für unsere eigenen Leute. Kurz zur Kollegin Fiosiene. Das Riesa e.V. bekommt eine umfangreiche Förderung aus ganz vielen verschiedenen Töpfen. Wir haben eine riesengroße institutionelle Förderung für den Riesa e.V. Und in der Vorlage steht hier drin, für das Geld, was hier in der Vorlage ist, soll eine Erprobung von KNZ-Modulen am Riesa e.V. erfolgen. Ob die nun dieses Jahr erfolgt, diese Erprobung, oder nächstes Jahr, ganz ehrlich, davon geht die Welt nie unter. Sage ich ganz deutlich. Beim RUDI das Gleiche, da ist nichts zu schließen. Das RUDI ist eine städtische Einrichtung, ein Theater. Und die Vorlage sagt, es ist geplant, nachbarschaftsbezogene künstlerische Interventionen durchzuführen. Ob das jetzt wirklich die Nachbarschaft dort draußen, steht so in der Vorlage drin, in der Beschreibung. Steht in der Beschreibung, in der Anlage drin.
ob das die Nachbarschaft da draußen wirklich rettet in dem Moment, wenn auf der anderen Seite eine Musikschule kaputt geht und der Musikunterricht für die Kinder Kollegin Mühlbach, Blödsinn, wer hat denn für den nächsten Kulturausschuss für nächste Woche einen Antrag eingebracht? Das ist genau das gleiche, HSKD, 30 Stellen, was wollt ihr? Ihr wollt 40 Stellen haben. Warum? Weil ihr glaubt, dass der Musikunterricht im HSKD sonst kaputt geht. Natürlich geht er kaputt und das geht auch an den freien Schulen kaputt. Nee, das sind nicht Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist genau die gleiche Problematik. Die haben alle die gleiche Herausforderung. So, ja, um die müssen wir uns kümmern und wir wollen uns jetzt um die freien Musikschulen kümmern, weil die keinen einzigen Cent bisher bekommen. Und deswegen wollen wir das so machen. So, und beim Akazienhof, ganz ehrlich, beim Akazienhof habe ich mir, wir haben es schon diskutiert, Kollegin Fiosiene, wir haben im Ausschuss den Vertreter vom Akazienhof da gehabt, der die Möglichkeit hat, im Rederecht sich zu präsentieren. Das ist jetzt wenig erfolgreich gewesen, glaube ich, das waren wir uns alle einig. Das, was in den Unterlagen steht, überzeugt mich nie. Die Kollegen vor Ort sind auch nie überzeugt. Der Stadtbezirksbeirat ist nie überzeugt. Die Stadträte vor Ort sind nie überzeugt. Insofern ist das für mich nichts, wo ich jetzt das Geld hingeben will. Und wie gesagt, wir lehnen es nie komplett ab. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Wir wollen das Volkshaus Kotta gern weiterführen. Das passt tatsächlich, was dort läuft. Aber alles andere können wir so nie machen. Und deswegen, ich werbe nochmal für unseren Ersetzungsantrag. Und ja, wenn es so dazu nie kommt, wir haben keine Möglichkeit, die Verwaltungsvorlage in irgendeiner Form punktweise abzustimmen, weil wir können ja keine zwei Anträge stellen. Dann ist es tatsächlich so, wenn wir unseren Antrag nie durchbekommen, dann werden wir die Vorlage ablehnen. Und dann ist im Zweifel auch das Volkshaus Kotta betroffen. Das ist dann aber die Konsequenz der Entscheidung hier im Stadtrat. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Abel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste und liebe Zuhörende. Kultur- und Nachbarschaftszentrum, vierter Umsetzungsschritt. Wir beschließen also heute hier nicht was ganz Neues. Und eigentlich hatte ich gedacht, es wird fast ein formaler Beschluss. Wir erleben, dass dies nicht so ist. Kultur- und Nachbarschaftszentrum haben wir 2019 auf den Weg gebracht, mit dem Auftrag an die Verwaltung eine Analyse zu machen, wo welche Bedarfe für Kultur- und Nachbarschaftszentren sind. Und sie haben es uns in sehr ausführlicher, detaillierter Form vorgelegt und haben Schwerpunkte herausgearbeitet, Orte, an denen es wirklich an Möglichkeiten fehlt, als Verein sich irgendwo zu treffen, sich kulturell zu betätigen, soziale Beratung zu erhalten. Ich will auch gleich mal das, was hier schon mal kurz kam, sorgende Gemeinschaften, das ist auch so aus der Bevölkerung gekommene Initiative, sich zu Gemeinschaften zusammenzutun und für andere und füreinander da zu sein. Als ich meine Mutter jetzt pflegte, war ich über diese sorgende Gemeinschaft so froh. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Andere sind in genau der gleichen Situation. Und warum ist es nicht toll, dass ich jetzt ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum, welches wir schon bereits genehmigt haben, das ist nicht neu, also am Akazienhof, dass diese sich gerade diesen Schwerpunkt setzen. Und natürlich sind sie an einer ganz anderen Stelle als das Volkshaus Kotta von Konglomerat geleitet, die eine super erfahrene Truppe in jahrelangen Partizipationsprozessen sind, die seit schon, ich weiß nicht, Jahrzehnten aktiv sind und in verschiedensten Bereichen solche Prozesse angeschoben haben, für die das überhaupt kein Neuland ist. Sie sind natürlich an einer ganz anderen Stelle und leisten auch hervorragende Arbeit. Da will ich ja gar nicht widersprechen. Aber so unterschiedlich wie diese vier Nachbarschaftszentren, die wir jetzt hier vorliegen haben, sind, so ist es eben auch eingebettet in die Situation der jeweiligen Orte. Ich kann nicht irgendwo etwas neu bauen, dazu haben wir gar nicht das Geld. Das machen wir mit den Sanierungsarbeiten am Palitschhof in Prohlis. Aber zum Beispiel im Rudi etwas zu nutzen, was schon vorhanden ist, was schon ja aus etwas besteht, wo viele Menschen zusammenkommen, um
kulturell tätig zu sein, also in dem Amateur-Theaterhaus so etwas anzubinden und damit anderen Menschen Mut zu machen, selbst künstlerisch tätig zu sein. Tischtheater, es gibt da wirklich viele, viele Varianten, wie Menschen erstmalig sozusagen in die Kulturarbeit hineingeholt werden. So etwas dort auszuprobieren, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und nun haben wir noch das Mehrgenerationenhaus in der Friedrichstadt. Ja, Friedrichstadt wurde auch als Schwerpunkt ausgemacht und dass dort zum Beispiel ein Komplex herausgenommen wird und gesagt wird, dort wollen wir uns Aspekte anschauen, die wir dort weiterentwickeln können als Kultur- und Nachbarschaftszentren. Vier Vorschläge, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wer will jetzt sich hinstellen und sagen, das passt mir und das passt mir nicht? Ich muss nicht immer einverstanden sein, aber die Leute vor Ort haben sich was gedacht. Es handelt sich übrigens um 224.000 Euro. Mit 224.000 Euro können diese vier Einrichtungen unglaublich viel tun. Und das Signal, was sie heute aussenden, wird auch die Initiativen, die es jetzt schon gibt, durchaus beschäftigen. Wir haben eine Initiative in Leuben. Man kann jetzt dort an der alten Operette diese Schrift sehen, Dornröschen wecken, Operette beleben, auch eine Initiative für ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum dort in der Operette. Wir haben eine Initiative in Plauen und in Weixdorf, die ebenfalls sich um ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum bemühen. Menschen, die sagen, das ist eine Idee, wir wollen mitmachen, wir wollen arbeiten, wir wollen gar nicht viel Geld dafür oder so, sondern wir wollen etwas tun. Was kann sich eine Stadt anderes wünschen? Die Linke unterstützt das. Als nächstes in der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Frau Mühlbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream. Dass wir uns mit der Thematik der vierten Ausbaustufe der Kultur- und Nachbarschaftszentren jetzt hier im Stadtrat befassen müssen, das haben wir in der Tat Herr Schmidt der CDU zu verdanken, die leider im zuständigen Kulturausschuss verhindert hat, dass eine Entscheidung zugunsten der Fortfinanzierung der hier bereits angesprochenen Kultur- und Nachbarschaftszentren in Cotta, in Friedrichstadt, dem Theaterhaus Rudi und der Villa Akazienhof in Gruna getroffen werden konnte. Und damit, und das will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, schon die Fortsetzung dieser Projekte gefährdet hat. Denn, auch das wurde hier bereits angesprochen, in Gruna und Cotta hängen bereits bewilligte ESF-Vorlagen daran und es hängt auch jede Menge Personal dran, das mittlerweile in der Luft liegt. Oder in der Luft hängt. Der Grund der Vertagung, Herr Schmidt, Sie haben das sehr deutlich gesagt, war, dass Sie die Berichtsvorlagen nicht haben rechtzeitig lesen können. Sie haben mein Mitleid. Auch ich mache diesen Job ehrenamtlich. Allerdings hätten Sie auch vorher Zeit gehabt, wenn es Sie wirklich interessiert hätte, sich dieses Kultur- und Nachbarschaftszentrum vorher mal anzuschauen. Sie haben auch recht. Der Stadtbezirksbeirat hat die Förderung der Villa Akazienhof in Gruna abgelehnt. Der Grund dafür war, das will ich an dieser Stelle all den Stadträten, die nicht dabei sein konnten, auch bei der Diskussion im Kulturausschuss, der Grund dafür war tatsächlich eine schlechte Präsentation der Vertreter der Villa Akazienhof. Die war nicht gut, das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch, aber sie haben inzwischen alles getan, auch mit dem inzwischen uns jetzt vorliegenden Bericht, diesen Lapsus wegzumachen. Und ich denke, das ist ihnen auch gut gelungen. Nun erfreuen Sie uns heute noch, liebe CDU-Fraktion, mit einem Ersetzungsantrag. Die Gelder, die Sie jetzt einsparen wollen, indem Sie nur der Finanzierung in Cotta, des Volkshauses Cotta zustimmen, einmalig und außerordentlich den Musikschulen Goldenes Lamm und dem Freien Musikverein Paukenschlag zugutekommen zu lassen. Wir reden hier über dann verbleibende 174.000 Euro und ich will sagen, die Betonung Ihres Antrages liegt auf einmalig und der Oberbürgermeister möge doch bitte prüfen. Das bringt mich zu der Bitte, die Kulturbürgermeisterin
einmal darzustellen, ob die Verschiebung dieser Mittel einfach so ohne weiteres möglich ist. Das ist nichts anderes als hirnloses Wahlkampfgetöse. Ich bitte, das aus dem Protokoll zu streichen. Mehrere chronisch unterförderte Institutionen gegeneinander auszuspielen, ist schlicht Schwachsinn. Haben Sie schon mal erlebt, ob ein Gesunder daraus wird, wenn Sie zwei Kranke miteinander ins Bett legen? Ich habe das noch nie erlebt. Sie haben recht, die Musikschulen brauchen unsere Unterstützung. Insbesondere vor dem Hintergrund der geänderten Rechtslage, die uns dazu zwingt, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den Musikschulen anzubieten. Übrigens zu Recht, Musikpädagogen leisten hervorragende und eine wunderbare Arbeit und dafür gehören sie auch fair bezahlt. Aber was, liebe CDU, sollen denn diese Musikschulen mit einmalig 174.000 Euro anfangen? 9b Stufe 3 ist die Empfehlung des TVÖD für die Eingruppierung dieser Honorarlehrkräfte. Können Sie mal ausrechnen, wie viel Sie dafür jetzt einstellen können? 300.000 Euro im Jahr bräuchte jede dieser Institutionen, um genau das erreichen zu können, was sie fordern. Übrigens zu Recht. Sie haben uns auf Ihrer Seite und ich danke Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie für unseren Antrag im nächsten Kulturausschuss hier schon mal geworben haben. Aber das ist alles kein Thema heute, denn was Sie opfern wollen, das sind etablierte und gut funktionierende Kultur- und Nachbarschaftszentren, die in den Stadtbezirken eine ganz hervorragende Arbeit leisten, die, das stimmt, noch besser sichtbar gemacht werden. Aber auch das ist Gegenstand der Konzepte für das Jahr 2024. Allein im Kruna, im Akazienhof, waren im vergangenen Jahr mehr als 700 interessierte Nachbarinnen und Nachbarn zugange. Bei Hofrundgängen, bei Zeitzeugengesprächen, bei Kinderfesten, bei Werkstattgesprächen, bei Picknicken, Posaunenchor, Zirkusgruppe, Mandolinengruppe, die alle sind dort aktiv. Mit der Einrichtung des Kultur- und Nachbarschaftszentrums in Kruna würdigt der Stadtrat bürgerschaftliches Engagement seit dem Jahr 2011. Und das alles will die CDU jetzt einer Wahlkampflaune opfern. Wir machen das nicht mit. Wir werden selbstverständlich der Vorlage zustimmen und Ihrem Ersetzungsantrag ablehnen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler noch mal das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD, Herr Rentsch. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger, reden wir doch mal über die Villa Akazienhof, an der sich die Debatte, die Uneinigkeit entzündet hat. Das Projekt Villa Akazienhof des Kruner Leben e.V. erhielt bereits städtische Fördergelder in Höhe von ca. 110.000 Euro und soll nun laut Vorlage weitere 80.000 Euro erhalten. Was gibt es für diesen Betrag, 110.000 Euro gegenwärtig zu besichtigen und was wurde mit dem Geld gemacht? Auf dem Grundstück befindet sich ein Geräteschuppen, 1x2x2 Meter, ein grüner Pavillon, zwei Hochbeete, eins davon ist derzeit ungenutzt, ein gebrauchter Bauwagen, ein Spanplatten-WC, ca. 20 Plastikstühle, eine Plastik-Goldfisch-Teichwanne, vier Hühner mit einer grünen Stallkiste, ein Barfußpfad, so auch zu sehen, zwei Fahrradschlösser und eine Infotafel ohne Infos. Der Bericht, den Frau Filius-Jehne am 6. März den Mitgliedern des Kulturausschusses gnädigerweise zukommen ließ, weist folgende bisherige Gästezahlen aus. Am 3. Juni 2022 Kinderfest mit 22 Gästen, am 1. Juli 2022 Zuckertütenfest mit 18 Teilnehmenden, am 25. Juni Brunnenfest mit ca. 50 GrunerInnen. Für die Adventsaktion im Dezember ist die Teilnehmerzahl unbekannt. Für das Jahr 2023 sind folgende Besucherzahlen bekannt. Juni Brunnenfest ca. 50 Interessierte. Adventsaktion im Dezember, Teilnehmerzahl unbekannt. Und sonstige nicht verifizierbare Veranstaltungen im Kontext Musikveranstaltungen.
hier vermutlich bis zu 50 Personen aus der Nachbarschaft. All diese voranbenannten Anschaffungen, siehe Bilder, plus die Besucherzahlen sind das Ergebnis von mindestens 110.000 Euro in 2 Jahren. Aber noch erstaunlicher ist die Anzahl der Akteure, die sich mit dem Projekt auf Kosten der Steuerzahler beschäftigen. Im Projektbericht sind die Netzwerkpartner vor Ort benannt. Ich zitiere: Über die Kronauer Stadtteilrunde sind Akteure aus dem Nachbarschaftsverbund, Gewerbetreibende und Institutionen aus dem Stadtteil involviert, unter anderem Bibliothek Kronau, ASB, Begegnungszentrum Wiesenhäuser, Lebendiger Leben e.V., Nachbarschaftskreis Kronau, Seniorenbegegnungsstätte Fidelio sowie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kronau-Seidnitz. Weitere Partner, nichts aus Ihrer Sicht. Weitere Partner aus dem Kreis der Engagierten und Interessierten sind die Multiplikatoren, aktiv bei IG Bild und Film, Technikbotschafter im Digitalcafé, Eltern-Kind-Büro, Repair-Café, Nachbarschaftshilfe und Lebenshilfe Dresden, stadtteilübergreifende Netzwerktreffen gibt es mit Zivilcourage, Gartennetzwerk Dresden, Kulturaktiv, sorgenden Gemeinden, Stadtteilbeiräten und Nachbarschaften aus Löbdau, Kotta, Pieschen, Johannstadt und Friedrichstadt. Was bedeutet das nun? Offensichtlich sind mehr bezahlte Netzwerkpartner mit dem Akazienhof beschäftigt, als es interessierte Nachbarn gibt. Aus unserer Sicht benötigen derartige Nachbarschaftsformate keine jährlichen Fördergelder im oberen fünfstelligen Bereich. Danke fürs Zuhören. So, jetzt war weitere Wortmeldung Herr Wirz gewesen. Und dann hat sich Frau Abel gemeldet und dann Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich hatte eigentlich nur eine Frage. Und zwar, ich finde es sehr interessant, dass die CDU, also die ist ja nicht mehr dafür bekannt, staatstragende oder rechtssichere Anträge zu stellen. Ich finde es interessant, dass jetzt im Prinzip die CDU Helikoptergeld über Dresdner Musikschulen abwirft in privater Trägerschaft. Ich finde es fantastisch, aber warum dann Paukenschlag und Goldenes Lamm und nicht Musikschule Otto und Striesen? Das ist eine Frage, die ich mal an die Antragsteller habe. Es gibt also noch ganz viele Musikschulen, die hier in der Notlage sind. Haben die besondere Beziehung zur CDU? Haben sie ihre Kinder gerade bei diesen Musikschulen und nicht in Striesen? Keine Ahnung. Und dann würde mich dann auch noch vom Finanzbürgermeister interessieren, sofern er hier vorne auffindbar ist. Wie ist denn das beihilfemäßig? Also können wir einfach willkürlich den einen Musikschulen Geld geben, den anderen nicht? Ich finde das interessant. Also es ist, ich staune da, wenn das geht. Das würde ja im Wahlkampf noch gewisse Fantasien erregen und auch Möglichkeiten und Anträge stellen. Aber das hätte ich auch vom Platz machen können. Nochmal zu Herrn Rentsch. Also Herr Rentsch, das ist natürlich demagogisch, was Sie hier machen. Sie hätten natürlich den Akazienhof mal an die Wand werfen müssen, bevor die Bürgerinitiative dort tätig geworden ist. Genau. Bevor dort irgendetwas passiert ist. Und ich staune ja immerhin 25 Leute, die sich einem Ortszentrum treffen, was gar kein Haus hat. Überhaupt kein Haus. Dort lässt die Stadt im Prinzip öffentliches Eigentum vergammeln und ein Haus verfallen, ohne dass es dort eine Lösung gibt. Wird gesagt, lass uns so lange verfallen, bis es kaputt ist. Da war mal ein Kindergarten drin. Und dieser Garten, den Sie gezeigt haben, wo sich einiges getan hat, der war vollkommen verwildert. Der ist vollkommen verwahrlosen, das ganze Grundstück war vollkommen verwachsen und verwahrlost. Und ich finde es absolut empörend, wie Sie hier ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement in den Schmutz treten. Da sollten Sie sich wirklich dafür schämen. So, und dann nochmal dazu, ist natürlich klar, dass man mit so einem Bild im Hintergrund schwerlich dann irgendwie Präsentationen anfertigen kann, die irgendeinen Ausschuss überzeugen, der im Prinzip in gut klimatisierten Räumen tagt. Ich denke mal, wenn wir darauf Wert legen, dass dieses Grundstück weiterentwickelt wird, dass es nicht wieder verwahrlost, dass dort etwas entsteht, dann sollten wir auch diesen Verein weiter unterstützen und dieses Engagement dort. Wir hätten eigentlich noch ein paar Bilder zeigen können von dem Haus dort mit den Rissen, die da drin sind, also der Nichtnutzbarkeit des Hauses gesperrt. Und ich muss schon mal sagen, dass es auch mutig ist, dass dort im Prinzip solche Feste veranstaltet werden, wenn ich dort überhaupt kein Obdach habe, wenn ich nämlich eine Schlechtwettervariante für so ein Fest brauche. Was mache ich denn dann, wenn es dort regnet zum Zuckertütenfest? Ja, dann habe ich irgendwie ein Problem.
Und wenn Sie da im Prinzip in irgendeiner Form Bedenken haben, dass das Geld im Prinzip verschwendet worden ist oder dass dafür 110.000 Euro in zwei Jahren, das sind 55.000 pro Jahr, da machen Sie keine großen Sprünge heutzutage bei den Preisen, als Verein. Insofern bitte ich mal hier um Realismus an und würde Sie wirklich also bitten, hier in Zukunft das zu unterlassen, im Prinzip derartige, im Prinzip bürgerschaftliches Engagement so niederzumachen. Insofern Unterstützung von Akazienhofen, mal bitte um Realismus, was hier im Prinzip Helikoptergeld über Dresdner Musikschulen betrifft. Vielen Dank. Wir kommen zu Frau Appel und dann Frau Frohwieser. Ja, mich hat auch bewegt, sowas hier vorzuführen, wenn ein Verein kein Gebäude hat, in dem er tagen kann, in dem Sitzungen stattfinden, muss er sich viele Partnerinnen suchen, die dort Obdach geben, wo man auch im Winter sich zusammenfinden kann, sich organisieren kann. Das kann man nie alles nur in dem Garten machen. In dem Garten finden diese Feste, wie sie angesagt wurden, dann statt. Und da ja gerade durch die EFRE-Mittel dieses Haus eben instand gesetzt werden sollen, haben sie dann ja auch ein Domizil und dann wird es auch noch eine Weiterentwicklung darin geben. Ich selbst weiß ja, was es bedeutet, als Verein irgendwo unterzukriechen. Auch mein Verein, ein Kinoverein, hat das Kino in der Fabrik verloren. Und was machen wir? Wir müssen uns für relativ viel Geld einmieten irgendwo. Wir sind im Umweltzentrum und zahlen dafür schon eine ganz schöne Summe. So, jetzt Frau Frohwieser und dann würde mal Frau Klepsch für die Verwaltung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich kann das gleich von hier aus machen. Man muss ja nicht alles kommentieren, was hier gesagt worden ist, außer der Tatsache, dass die Kollegen von der CDU sich erstens mal mit Gegenständen von Anträgen beschäftigen könnten und Zulässigkeiten und B mit der Frage, wir haben glaube ich um die 30, muss ich zur Kulturbürgermeisterin gucken, private Musikschulen in Dresden, von denen durchaus einige, auch die jetzt hier in Rede stehen, auch in Stadtbezirksbeiräten Unterstützung finden. Also diese Behauptung, dass sie gänzlich ohne öffentliche Mittel auskämen, sei es drum. Es gibt hier einen, also zumindest haben Sie es so formuliert und die Kollegin stand ja auch vorne und hat über einen Änderungsantrag der Freien Wähler gesprochen. Der liegt uns nicht vor. Es ist auch kein Text gerade eben hier irgendwie vorgelesen worden. Es ist irgendein Antrag begründet worden. Ich weiß nicht, worüber wir da abstimmen sollen und sehe mich auch nicht in der Lage, über so etwas abzustimmen, von dem ich noch nicht mal weiß, was da genau steht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir versuchen das Ganze noch mal etwas zu versachlichen. Also zunächst sollte es das gemeinsame Interesse sein, heute einen Beschluss zu fassen. Warum? Um den Trägern, die ja bereits Förderung als Kultur- und Nachbarschaftszentren erhalten, auch eine Anschlussfinanzierung zu ermöglichen. Ich darf darauf hinweisen, dass die Förderung aus dem Jahr 2023 ja eigentlich nur bis Dezember lief und wir jetzt bereits im April sind. Das heißt, bereits für die vergangenen 3,5 Monate müssen die Träger dort entsprechend Personalkosten überbrücken. Dann Punkt 2. Es war der Auftrag aus dem Stadtrat an die Verwaltung Kultur- und Nachbarschaftszentren zu initiieren. Entsprechend gibt es eine verwaltungsinterne, ämterübergreifende Steuerungsgruppe, in der, wie gesagt, auch die Stadtbezirksamtsleitungen drin sind, ebenso Sozialamt, Jugendamt und Kulturamt. Und dort auch gemeinsam priorisieren aus fachlicher Sicht, an welchen Stellen und mit welchen auch vorhandenen Liegenschaften und Standorten ist es sinnvoll, Geld auszugeben, um entsprechende Kultur- und Nachbarschaftszentren zu bauen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal auf Einzelne zu sprechen kommen. Ich fange mal von hinten an. Wir haben das Theaterhaus Rudi dort mit aufgenommen, weil es schlicht in diesem ganzen Gebiet Pieschen und Mikten kaum kulturelle Infrastruktur in diesem nachbarschaftlichen Sinne gibt und weil es im Theaterhaus Rudi also eine frühere Gaststätte gibt, die nur genutzt wird aktuell, wenn dort auch Theateraufführungen sind. Und dort war der Ansatz, vor allen Dingen auch an den Wochenenden beispielsweise einen Familienkaffee, einen Nachbarschaftskaffee zu initiieren und dort Nachbarschaft anzuregen. Und das soll fortgeführt werden. Das Rieser e.V. wiederum erhält natürlich durchaus umfangreiche Förderung durch die Kultur, durch die Landeshauptstadt im Kulturbereich und im Sozialbereich. Aber wir sprechen in der Friedrichstadt von einem deutlich nachverdichteten Stadtteil mit einer wachsenden Bewohnerschaft. Insofern braucht es auch dort mehr personelle Ressourcen und deshalb ist dort der Vorschlag, dass Rieser e.V. auch zusätzlich für intergenerative Arbeit
aus diesem Topf zu fördern und damit auf eine vorhandene Infrastruktur etwas aufzusatteln und nicht noch einen Standort anzumieten. Auch das ist ja immer eine Kostenfrage. Hier geht es darum, Synergien herzustellen. Zu Kotta hatten Sie sich ja alle positiv verhalten. Das muss ich an der Stelle jetzt nicht noch mal verstärken. Der Akazienhof, meine Damen und Herren. Beim Akazienhof ist es ja so, dass die Landeshauptstadt tatsächlich ein früheres leerstehendes Gebäude erst 2020 erworben hat und mit dem Verein in Gruner Leben e.V. einen Nutzungsvertrag für den Garten abgeschlossen hat, nicht für das Gebäude. Warum? Weil das Gebäude ja gar nicht nutzbar ist. Und so können Sie sich vorstellen, wenn man eben unzureichende Sanitäranlagen hat, das ist ja auch beschrieben worden hier, ist es auch gar nicht so sinnfällig, Veranstaltungen mit mehreren Hunderten oder Tausenden Leuten durchzuführen, wenn es schlicht das Gelände nicht hergibt. Der Auftrag an Gruner Leben e.V. für den Akazienhof ist ja genau, mit diesem Geld überhaupt erstmal ein Projekt zu entwickeln, wie in Zukunft mit einer sanierten Villa dann ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum für Gruner aussehen kann. Und hier will ich nochmal darauf hinweisen, dass sich die Liegenschaft im EFRE-Gebiet Dresden-Altgruner befindet in der Förderperiode 2021 bis 2027. Und der Akazienhof als Gebäude ist Teil des gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes, ein Programm, was über das Stadtplanungsamt gesteuert wird in der Fördermittelbeantragung. Dort liegt ein Rahmenbescheid vor und hier sind 4,1 Millionen Euro in Aussicht gestellt seitens der Sächsischen Aufbaubank, die auch bereits kofinanziert sind mit dem gesicherten Eigenanteil der Landeshauptstadt Dresden. Hier muss die Landeshauptstadt in diesem Jahr einen Antrag nochmal auf einer gewissen Planreife Leistungsphase 3 einreichen und dann soll bis 2028 spätestens saniert und auch abgerechnet sein. Das heißt, hier verkoppeln Sie, wenn Sie sich für die Förderung entscheiden, die Sanierung einer durch die Landeshauptstadt erworbenen Liegenschaft mit der Bereitstellung von Fördermitteln des Freistaates plus einem im Stadtteil ansässigen Träger, der dafür ein Konzept entwickeln soll. Und damit der Träger das machen kann, braucht er jetzt das Geld, damit er auch weiterhin mit qualifiziertem Personal dort Menschen in das Gelände einlädt und dieses Konzept entwickelt. Das sozusagen zum Akazienhof. Und lassen Sie mich gerne noch auf die anderen Fragen eingehen, die geäußert wurden. Beim Pentacon ist es so, der Kulturausschuss weiß das, dort ist eine Konzeptausschreibung erfolgt. Es gab im März 3 Angebote für das Kulturnachbarschaftszentrum in der Schandauer Straße 64. Eine Jury aus der Steuerungsgruppe herausgebildet hat dort sich für einen Träger entschieden. Dieser Träger muss aber jetzt noch nacharbeiten und noch ein paar Daten liefern, damit dort dann ein Zuschlag erteilt werden kann. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal auf Blazewitz zu sprechen kommen. Auch der Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth hat ja im Kulturausschuss ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für diesen großen Stadtteil sowohl das Pentacon sinnfällig wäre, als Kultur- und Nachbarschaftszentrum zu entwickeln, als insbesondere auch den Akazienhof, nämlich beide Standorte. Und Herr Barth hat dort auch sehr gut begründet, warum das aus Sicht auch des Stadtbezirksbeirates sozusagen richtig ist. Und zum letzten Thema Musikschulen, weil ja gefragt wurde, ob das überhaupt so einfach möglich ist, die Fördermittel zu übertragen. Also zunächst mal haben Sie das Budget Kultur- und Nachbarschaftszentren zweckgebunden im Haushaltsbegleitbeschluss für 2023/24 bereitgestellt für den Zweck Kultur- und Nachbarschaftszentren. Die Musikschulen, die hier zusätzlich gefördert werden sollen, Paukenschlag e.V. und das Goldene Lamm e.V., haben in der Vergangenheit keinen Antrag in der kommunalen Kulturförderung gestellt auf eine ganzjährige Förderung, sondern zum Teil ausschließlich Projektförderanträge für einzelne Veranstaltungen. Würden der Stadtrat jetzt beschließen, diese Mittel diesen Musikschulen nach Prüfauftrag zur Verfügung zu stellen, so kann ich jetzt schon sagen, das ist rein haushaltsrechtlich nicht so ohne weiteres umzusetzen. Warum? Weil das dann Geld dann in der richtigen kommunale Kulturförderung umgesetzt werden müsste. Dort war wiederum Antragsschluss für die institutionelle Förderung in 2024, der 1. Juni 2023. Das heißt, man kann das jetzt nicht rückwirkend beantragen. Und auch der Antragsschluss für die Projektförderung zweites Halbjahr 2024 in der kommunalen Kulturförderung war am 1. März diesen Jahres. Insofern
hätten wir dort nochmal eine haushaltsrechtliche Frage zu klären, ob diese Mittel auf anderem Weg an die beiden Träger zuwendungsfähig wären. Abschließend möchte ich aber darauf hinweisen, dass auch mit einer einmaligen Projektförderung diesen Musikschulen nicht geholfen ist. Warum? Weil die ja mit Blick auf die Rentenversicherung alle gezwungen sind, ihre Honorarlehrkräfte dauerhaft sozialversicherungspflichtig anzustellen. Und was passiert denn? Wie sollen die das denn finanzieren, wenn die jetzt Geld bekommen, was aber jetzt nur für wenige Monate reicht und dann das Personal trotzdem weiter bezahlen müssen? Also das möchte ich nochmal zu bedenken geben, wenn man nämlich mit dieser Mittelumschichtung einerseits jetzt etablierte oder langsam mühevoll gewachsene Strukturen im Bereich Kultur- und Nachbarschaftszentren in Frage stellt und nicht fortführt und andererseits mit einer einmaligen Finanzspritze diesen Musikschulen wirklich nicht dauerhaft hilft, sondern nur punktuell. Ich will abschließend noch auf Letztes verweisen. Es gab ja auch dazu Gespräche mit der Kulturministerin des Freistaates. Es gibt am Montag nochmal einen Termin auch der Kulturministerin mit dem VDM, dem Verband Deutscher Musikschulen, Landesverband Sachsen. Und ich bin sehr froh, dass auch der Freistaat sich jetzt diese Fragestellung annehmen will, inwieweit denn der Freistaat insgesamt für die Musikschulen in den Kulturräumen, in den Kommunen, auch dort sich anders finanziell engagieren könnte, um diesem noch recht neuen Problem Sozialversicherungspflicht von Musikschulpädagogen abzuhelfen. Soweit seitens der Verwaltung. Vielen Dank. So, und damit würde ich gerne dann in die Abstimmung eintreten. Wie gesagt, es lagen zwei Ersetzungsanträge vor. Ich würde es mal so, damit es abstimmungstechnisch funktioniert, den Ersetzungsantrag Freie Wähler als den weitergehend, also am weitesten abweichenden. Warten Sie. Nein, hört doch mal auf, jetzt lass mich ausreden. Kann doch wohl nicht wahr sein. Also, der. Ich würde zuhören, dann wisst ihr, was dann am Ende abzustimmen ist. Also, es gibt gibt zwei Ersetzungsanträge. Richtig, ja, der Ersetzungsantrag Freie Wähler soll entern zu dem von der CDU-Ersetzungsantrag. Ich würde es abstimmungstechnisch aber so handhaben, dass es jeweils Ersetzungsanträge sind, jetzt Inhalten, ich würde es gleich nochmal verlesen, sodass alle wissen, worüber abgestimmt wird, jetzt Teile des Änderungsantrages oder Ersetzungsantrages der CDU aufnimmt, aber darüber hinausgeht und deswegen die größte Abweichung zur Vorlage ist, deswegen als erstes abgestimmt wird. Wenn der keine Mehrheit hat, kommt dann der Ersetzungsantrag CDU. Wenn der keine Mehrheit hat, stimmen wir dann über den Ausschussbericht ab. Und jetzt verlese ich nochmal den Ersetzungsantrag, den die Freien Wähler gestellt haben. Der nimmt im Punkt 1 den von der CDU auf, dann formuliert es einen Punkt 2. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister zu prüfen, wie die Mittel für das Projekt Villa Akazienhof durch den Verein in Gruner Leben e.V. zum Kultur- und Nachbarschaftszentrum als partizipatives Vorhaben im Stadtteil Gruner, Klammer auf, Kosten 80.000 Euro, Klammer zu, dem Kultur- und Nachbarschaftszentrum Pentagon zur Verfügung gestellt werden können. Und dann nimmt er den Punkt 3 Sache von der CDU auf, ändert aber die Summe jetzt in Klammer nur noch von 94.000 Euro, ist ja logisch, die 80.000 da reduziert. Gut, das ist jetzt Ihr Thema. So, wer diesem Ersetzungsantrag der Freien Wähler folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das sind 18 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. So, jetzt kommen wir zu dem Ersetzungsantrag der CDU. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
29 Ja, 41 Nein, 0 Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Und soweit kommen wir jetzt zum federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (Applaus) 36 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung. Damit so beschlossen. Das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 12.1, Zugänglichkeit und Ausweitung des